Willkommen beim Paranormalen Video Podcast. Willkommen, meine lieben Mystery-Freunde da draußen. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, wird es nun jeden Mittwoch eine kleine Geschichte geben, die euch Ellie zu erzählen hat. In der heutigen Geschichte geht es um eine Art Illusion, und zwar um die Illusion von Houdini. Es ist etwas ganz Spezifisches und ich denke mal, in jeder Geschichte gibt es ein Quäntchen Wahrheit. Und ich wünsche euch jetzt schon einmal eine gute Unterhaltung und ich würde sagen, let's go Ellie und erzähl deine Geschichte über die Art Illusion. Viel Spaß und gute Unterhaltung wünscht euch Real Mystery und die gute Ellie. Nichts als Illusion. Im Jahr 1856 gingen die Postboten noch zu Fuß. Sie waren oft den ganzen Tag unterwegs, bei jedem Wetter. Es war noch zu der Zeit, als die Briefe und Depeschen persönlich überbracht wurden. Der Briefbote kannte jeden in seinem Zustellbereich, besser noch als der Dorfpfarrer. André, der Neue, ist sehr jung und unerfahren. Umso mehr freut er sich auf seinen ersten Gang an diesem Septembermorgen 1856. Er hat nur einen einzigen Brief auszutragen, aber der Weg bis zum Prieuré, einem großen abgelegenen Landgut in der Nähe von Blois, ist weit. Das macht ihm nichts aus, er ist gut zu Fuß und genießt den langen Spaziergang entlang der Loire in der idyllischen Landschaft. Eines beunruhigt ihn allerdings ein wenig. Warum haben die älteren Kollegen nur so verschmitzt hinter seinem Rücken gegrinst und geflüstert, als er sich auf den Weg zum Prieuré machte? Führen sie vielleicht irgendetwas im Schilde, um ihn auf die Probe zu stellen? Nach fast 2 Stunden steht André vor dem imposanten schmiedeeisernen Tor des ländlichen, ringsum mit hohen Mauern abgeschirmten Herrensitzes. Der rechte Torflügel ist nur angelehnt. Soll er die Glocke läuten oder einfach so hineingehen? Er zögert ein wenig, schaut sich ratlos um, drückt dann gegen das schwere, quietschende Tor und entschließt sich, das Anwesen zu betreten und die Auffahrt bis zum Schlösschen hinaufzugehen. Schon nach wenigen Metern bleibt er abrupt stehen, zu Tode erschrocken. Zur Linken öffnet sich hinter dem Gebüsch eine Grotte, in der ein Eremit mit feierlichem Ernst den Kopf hin und her wiegt. In seiner Hand hält er eine Bibel und mit dem rechten Zeigefinger deutet er immerzu auf den Totenkopf, der ihm zu Füßen liegt. Rotes Licht flackert aus seinen Augenhöhlen. Der junge Postbote steht wie angewurzelt vor dieser Horrorvision, nicht einmal fähig, seine Angst hinauszuschreien, geschweige denn einen klaren Gedanken zu fassen. Er hört auch nicht das Gequietsche hinter sich und als er endlich aus seiner Erstarrung erwacht, ist es zu spät. Das Gittertor ist zu. Er sitzt in der Falle. Sein erster Gang, sein erster Brief. Er muss ihn persönlich abgeben und sich vorstellen. Also fasst er sich ein Herz, atmet tief durch, schaut wieder nach vorn zu dem großen Haus am Ende des Weges. Und dann, als könnte er bei jedem Schritt auf eine Granate treten, setzt er ganz vorsichtig einen Fuß nach dem anderen vorwärts, den Blick fest auf den Boden geheftet. Vorbei an dem ernsten Bibelforscher. Die Allee schlängelt sich durch das Dickicht. André hört seltsame Geräusche, aber er geht tapfer weiter. Plötzlich, mitten im Park, endet der Weg vor einem kleinen Theater. Es ist keine Halluzination. Leuchtende, blutrote Buchstaben kündigen das Programm an. Gespenstervorstellung. Und schon hebt sich der Vorhang. Ein riesiger, funkelnder Totenkopf hängt über der Bühne, schwebt langsam herunter, dreht sich dabei um die knirschenden Halswirbel. Ein makabrer Tanz. Bei jeder Drehung scheint der Totenkopf lebendiger zu werden und verwandelt sich ganz allmählich in ein junges, fröhliches Mädchengesicht. Das ist endgültig zu viel für den jungen Briefboten. Wie vom Teufel gejagt rennt er geradeaus, quer über den Rasen und die Blumenbeete direkt zum rettenden Herrenhaus. Dort stürzt er die Steintreppe hinauf und hängt sich an die Türklingel. Niemand da? Er klingelt noch einmal. Nichts. Das wird doch nicht schon wieder losgehen. Doch, es geht wieder los.
Die Tür rührt sich nicht, aber in der Mitte bewegt sich etwas. Ein kunstvoll geschnitzter Löwenkopf springt plötzlich hervor, reißt das Maul weit auf und streckt die Zunge heraus. Darauf steht: Herein! Es dauert eine Weile, bis der Briefbote seine fünf Sinne wieder beisammen hat. Er stirbt vor Angst, aber er kann nicht mehr zurück. Irgendwie ist er auch neugierig geworden. Als er die Tür drücken will, öffnet sie sich von alleine. Er tritt ein und die Tür fällt hinter ihm zu. Nun steht er in einem hohen, düsteren Raum. Alles ist erdrückend und still, aber er ist nicht allein. Die unheimlichen Wesen, die ihn stumm begrüßen, versetzen ihn allerdings noch mehr in Panik als die Erscheinungen im Park. Es sind Automaten, menschenähnliche, lächelnde Roboter. Nur weiß es André nicht. Wie sollte er auch, 1856? Er rührt sich nicht vom Fleck und klammert sich mit beiden Händen fest an seinen Brief. Das Einzige, was ihn noch mit der Wirklichkeit verbindet in dieser irren Welt. Erst jetzt liest er den Namen auf dem Kuvert. Dann ruft er mit bibbernder Stimme: Monsieur? Monsieur Robert Houdin? Die Antwort kommt aus dem Zimmer nebenan. Kommen Sie herein, junger Freund. Sie sind der neue Briefbote, nicht wahr? Sie hatten einen beschwerlichen Weg. Kommen Sie. Wir genehmigen uns einen kleinen Begrüßungstrunk. Allmählich ist André alles egal. Er fällt in einen Sessel und spült mit einem Zug den angebotenen Branntwein hinunter. Der Mann, der lässig vor ihm steht, so als wäre er völlig ahnungslos, ist etwa 50 Jahre alt. Sehr elegant und überaus freundlich. Geht es Ihnen besser? Monsieur, ich bitte um Entschuldigung, aber ich bin ein bisschen durcheinander. Alle diese Sachen im Park und auch nebenan. Was ist denn das? Der distinguierte Herr mit grauen Schläfen lächelt süffisant. Es sind kleine Spielchen, die ich gerne treibe, wenn jemand zum ersten Mal zu mir kommt. Aber Sie brauchen keine Angst zu haben. Es ist alles ganz harmlos und natürlich. Natürlich. Ja, natürlich, natürlich. Ich experimentiere ausschließlich mit Naturkräften, insbesondere mit der Elektrizität. Wissen Sie, was das ist? Nein, André weiß es nicht und er will es auch gar nicht wissen. Er will nur so schnell wie möglich von hier verschwinden. Er ist so verwirrt, dass er beinahe vergisst, warum er eigentlich hierher gekommen ist. Ach, Monsieur Robert Houdin, der Brief! Hier, ich habe eine dringende Depesche für Sie. Der Hausherr öffnet den Brief und liest ihn sofort. Dann starrt er einen Augenblick ins Leere, schenkt sich ein großes Glas voll ein bis zum Rand und erklärt dem verdutzten Burschen: Jetzt brauche ich eine kleine Stärkung. Der Brief kommt aus Algerien. Colonel Neveu, Kabinettschef des Maréchal Randon, also des Generalgouverneurs von Algerien, schreibt: Monsieur, Sie sind der größte Zauberkünstler aller Zeiten. Auf Wunsch des Kaisers höchst selbst und im Auftrag von Maréchal Randon ersuche ich Sie, Ihre Kunst in den Dienst Frankreichs zu stellen. Sie allein können die Lagen in Algerien noch retten. Und in allen Einzelheiten erklärt er in seinem langen Schreiben den Ernst der Lage. Ein neuer Aufstand, angeführt von den Marabouts, ist in der Kabylei ausgebrochen. Diese mohammedanischen Einsiedler, Abgesandte des Propheten auf Erden, das behaupten sie wenigstens, gewinnen immer mehr Anhänger bei den Berbern, dank der Faszination, die sie durch ihre Zaubereien ausüben. Die Marabouts predigen im ganzen Land den Aufbruch zum Heiligen Krieg gegen die Ungläubigen und die französischen Eroberungstruppen sind dagegen machtlos. Nicht nur die Ehre Frankreichs, sondern auch seine Kolonialpolitik stehen auf dem Spiel. Das Kaiserreich braucht dringend seinen eigenen Marabout, den größten von allen, Robert Houdin. Wer, wenn nicht er, der König der Magier, wäre in der Lage, die kabylischen Zauberer mit ihren eigenen Waffen zu schlagen? Als der Postbote sich verabschiedet, verspürt der Hausherr keine Lust mehr, seine Teufelsmaschinen in Gang zu bringen. Er hat jetzt andere Sorgen. Gewiss, niemand kann ihn zwingen, sozusagen als Zauberpriester in den Krieg zu ziehen, nicht einmal Kaiser Napoleon III. Aber warum sollte er eigentlich ablehnen? Er hat schon alles erreicht und nichts zu verlieren. Als berühmtester Illusionist der Welt
ist er schon von allen königlichen und kaiserlichen Höfen eingeladen worden, ist in allen europäischen Hauptstädten aufgetreten, warum nicht auch in Algerien? Diese Sondermission ist schon eine berauschende Herausforderung. Es wäre der Gipfel seiner Karriere. Am 10. September 1856 verabschiedet sich Robert Houdin im Hafen von Marseille von seiner Frau. Und wie alle anderen Passagiere winkt er vom Deck aus, als das Schiff den Anker lichtet und Kurs auf Unbekannt nimmt. Damals war eine Reise nach Algerien noch eine richtige Expedition. In Algier empfängt Colonel Neveu seinen neuen, illustren Rekruten mit den gebührenden militärischen Ehren. Nach den Festivitäten zieht er sich aber bald mit dem Magier zurück und eröffnet ihm, was Frankreich nun von ihm erwartet. Sie müssen die Marabouts aus dem Felde schlagen. Hier gelten sie als unverwundbare Heilige. Die primitiven eingeborene Bevölkerung betet sie förmlich an, als seien sie die Schwiegersöhne des Propheten. Nun liegt es an Ihnen, Monsieur Robert Houdin, sie zu entlarven, allen zu zeigen, dass ein Sohn Gottes mehr kann als nur Feuer schlucken und zerstampftes Glas essen. Mit solchen Zauberkünsten machen die Marabouts nämlich großen Eindruck. Ja, Colonel, ich verstehe schon, nur bin ich leider kein Fakir, sondern ein Illusionist. Ich kenne die Zaubertricks der Marabouts, aber solche mittelalterlichen Kunststücke stehen nicht auf meinem Programm. Ich bin ein Verwandlungskünstler, Colonel, kein Feuerschlucker. Sie haben 6 Wochen Zeit. Bis dahin wird Ihnen schon was einfallen müssen. Wenn Frankreich die Kabylei verliert, dann verlieren wir auch bald ganz Algerien. Als wäre alles umsonst gewesen. Und ich brauche Ihnen nicht zu sagen, wie wichtig die Eroberung von Algerien für unseren Kaiser ist. Wahrscheinlich ist es das erste und einzige Mal im Laufe der Weltgeschichte, dass eine Regierung sich gezwungen sieht, einen Illusionisten zu mobilisieren, um ihre militärischen Eroberungen zu festigen. Robert Houdin ist sich der Bedeutung und Tragweite seiner Mission voll bewusst. Kumpelhaft, wider jegliche hierarchische Gepflogenheiten, klopft er dem Colonel auf die sterngeschmückte Schulter. Mein lieber Freund, ich bin weiß Gott kein Heiliger und schon gar nicht unverwundbar. Aber die Marabouts stecke ich mit Leichtigkeit in die Tasche. Wir kriegen das schon hin. Allah wird sich wundern. Nun aber muss ich an die Arbeit. Bis dann, Colonel. Jedes Jahr Ende Oktober finden in Algier die traditionellen religiösen Feste statt. Ein prunkvolles Geschehen, das mehrere Tage dauert. Schon eine Woche vorher strömen die Eingeborenen zu Fuß und auf Kamelen aus den entferntesten Winkeln des riesigen Wüstenlandes in die Hauptstadt und belagern die Kaschba, die Zitadelle, die Moschee und das Minarett, von dem aus 5-mal am Tag der Gebetsruf ertönt. Dazwischen aber wird kräftig gefeiert. Die Pferde- und Kamelrennen stehen immer im Mittelpunkt. Die französische Kavallerie gegen die Safis. Jedes Mal ein berauschendes, buntes Spektakel. In diesem Jahr allerdings stiehlt der große Marabout aus Frankreich allen die Show. Es hat sich überall herumgesprochen, dass ein Ungläubiger stärker sein soll als die heiligen Priester des Propheten. Am 28. Oktober 1856 ist es soweit. Robert Houdin erscheint auf einer improvisierten Bühne am Fuße des Minaretts vor einem feindlichen, stummen Publikum. Es ist für wahr keine gewöhnliche Vorstellung. In den ersten Reihen sieht er den Marschall Randon mit seiner Familie, daneben Colonel Neveu und die Offiziere des Generalstabs. Gleich dahinter stehen alle Kaiden im festlichen roten Burnus, die Führer der Berberstämme im weißen Burnus und das Volk im blauen Burnus. Die französische Trikolore ist gut vertreten. Ganz hinten, in ärmliche Gewänder gehüllt, warten die Feinde, die Marabouts. Die Vorstellung beginnt. Robert Houdin und sein Adjutant führen zuerst einige Zauberkunststücke vor, die zwar gekonnt und erstaunlich sind, mit denen sie aber ganz sicher nicht viel Eindruck bei den Unverwundbaren machen können. Das ist Absicht. Der Magier wird schon zuschlagen, wenn der Augenblick gekommen ist. Nach jeder Darbietung fühlen sich die Marabouts sicherer. Innerlich triumphieren sie schon. Robert Houdin weiß das. Jetzt muss er ihnen beweisen, dass er unverwundbar ist.
Hier hört allerdings die Kunst der reinen Illusion auf. Geschicklichkeit und Fingerfertigkeit allein genügen nicht mehr bei den sogenannten Todesnummern. Ein gewisses Risiko ist immer dabei. Der Magier hat sich wirklich etwas einfallen lassen. Die Hauptattraktion ist auch ein politischer, militärischer Angriff. Schafft es Robert Houdin, die Kaiden und Marabouts von seiner Unverwundbarkeit zu überzeugen, dann wird Ruhe in der Kabylei einkehren und die schwer erkämpfte Eroberung von Algerien wird nicht mehr durch Revolten gefährdet sein. Der Magier holt ein Gewehr und fragt ins Publikum, ob ein Freiwilliger bereit sei, auf ihn zu schießen. Ein Marabout lässt sich nicht lange bitten. Robert Houdin reicht ihm die Waffe und die Kugeln. Lade selbst das Gewehr. Ich gehe 10 Schritte zurück. Dann kannst du auf mich schießen. Alle Zuschauer, ob Franzosen oder Araber, halten den Atem an. Der Marabout zögert keine Sekunde. Es knallt. Als der Rauch sich verzogen hat, holt Robert Houdin die Kugel aus seinem Mund heraus und verbeugt sich devot vor dem gedemütigten Marabout. Brausender Applaus. Mission erfüllt. Mit dieser Todesnummer, selbstverständlich waren die Kugeln präpariert, hat der große Zauberer wirksamer für Frankreich gestritten als alle Regimenter in den letzten 10 Jahren. Überwältigt von dem Erfolg bittet Marcherin Randon den Zauberkünstler, seine Unverwundbarkeit im ganzen Land vorzuführen, bei allen kleinen Stämmen, die über die ganze weite Sahara verstreut sind. Das wird keine Vergnügungsreise, aber der Held des 3. französischen Kaiserreiches kennt sich kaum noch selbst vor Stolz und Übermut. Einige Tage später setzt sich also die seltsamste Karawane der nordafrikanischen Kolonialarmee in Bewegung Richtung Süden, Richtung Sonne und Wüste, soweit das Auge reicht. Wochenlang kolonisiert der Zirkus eine Oase nach der anderen. In Gardaya, der weißen heiligen Stadt des Maghrebs, wird Robert Houdin mit seinem Assistenten zu einem Festmahl im Palast des Kaiden geladen. Wie überall sind alle Gäste auf den Nachtisch gespannt, auf die Todesnummer. Für die beiden Franzosen ist sie Routine geworden, nur ein Gesellschaftsspiel. Doch als sie sich heute Abend in Positur stellen, erhebt sich ein Marabout und sagt: »Ich habe dich in Algier gesehen. Hier, nimm eins von diesen beiden Gewehren. Du hast die Wahl. Ich werde aber mit diesen Kugeln hier das Gewehr selbst laden und dann auf dich schießen. Du brauchst dich nicht zu fürchten, du bist doch unverwundbar.« Damit hatte Robert Houdin nicht gerechnet. So hatte er überhaupt keine Möglichkeit, an die falschen Kugeln heranzukommen, die immer vorsichtshalber bei seinem Assistenten versteckt sind. Ihm läuft es eiskalt über den Rücken. Um Zeit zu gewinnen, stottert er: »Ja, ich habe keine Angst, nur ich habe meinen Talisman leider verloren.« Der Marabout lacht aus vollem Hals. Er ahnt nämlich schon lange, dass Robert Houdin sie alle zum Narren hält. Aber er weiß nicht wie. Seit Wochen folgt er in sicherem Abstand den Kamelen der Franzosen. Jetzt ist seine Stunde gekommen. »Dein Talisman? Ich glaube dir kein Wort. Du bist ein Betrüger.« Jetzt, in der Stunde der Wahrheit, erweist sich der Zauberer wirklich als großer Illusionist. Die Würde selbst, höflich und gelassen, antwortet er: »Ich habe meinen Talisman verloren, aber ich brauche ihn nicht. Das Gebet allein macht mich unverwundbar. Das Gebet zu Gott, dem Herrn. Lass mich heute Nacht beten und du kannst mich bei Sonnenaufgang vor allen Leuten erschießen. Es wird deine letzte Nacht sein. Allah ist groß.« Nur noch ein Wunder kann Robert Houdin retten. Das heißt, 2 Wunder. Er braucht die präparierten Kugeln, sein Assistent wird aber gerade abgeführt und er muss das Gewehr selbst laden. Die Wächter des Kaiden bringen ihn sofort in einen kleinen dunklen Raum. Keine Zelle, aber so gut wie. Bevor der Wächter geht, zündet er noch eine Kerze an. Gerettet, vielleicht. Robert Houdin macht sich an die Arbeit. Zuerst kratzt er mit seinen Fingernägeln so viel Metallstaub von der Türklinke ab, wie er braucht. Dann kratzt er das untere Ende der Kerze ab und formt mit den Wachssplittern 2 kleine Kugeln, die er dann sorgfältig aushöhlt und mit dem Staub poliert, bis sie zum Verwechseln echt aussehen. Die eine Kugel,
Diejenige, die sein Leben retten soll, ist nun fertig. Die zweite muss er aber noch präparieren. Durch ein kleines Loch füllt er sie mit Speichel, beißt sich dann in den kleinen Finger und lässt einige Tropfen seines eigenen Blutes hineinfließen. Als der Mujin in der Morgendämmerung zum Gebet ruft, poliert er noch einmal die beiden Kugeln. Dann führt ihn der Wächter zum Minarett. Die ganze Stadt hat sich vor der Moschee versammelt, denn so oder so wird etwas passieren. Unglaubliches oder Schreckliches. Ein neues Wunder oder eine verdiente tödliche Strafe. Noch nie war es in einer Oase so still, als der Franzose zum Minarett schreitet, wo der Marabout schon auf ihn wartet. Er verbeugt sich vor dem zum Tode Verurteilten und reicht ihm so wie gestern zwei Gewehre zur Auswahl. Damit hatte Robert Houdin gerechnet und er nimmt beide Gewehre. Für den Fall, dass du daneben schießt. Eine Beleidigung für den Marabout. Um seine Überlegenheit zur Schau zu stellen, bittet er den Zauberer großzügig, er möchte doch die Gewehre selbst laden mit den Kugeln, die auf einem Kupfertablett bereit liegen. Jetzt ist es nur noch ein Kinderspiel für den Meister der Magie. Er lädt beide Gewehre, legt sie vor den Marabout hin und geht majestätisch 10 Schritte zurück, wie bei jeder Vorstellung. Der Marabout zögert nicht lange. Er nimmt eine Waffe, zielt und schießt. Mit theatralischer Geste holt Robert Houdin die echte Kugel, die er beim Laden unter seiner Zunge versteckt hatte, aus seinem Mund heraus, tritt zu dem erstarrten Marabout, nimmt wortlos das zweite Gewehr, zielt auf die Mauer hinter dem degradierten heiligen Priester, schießt und sagt: »Schau hin! Du konntest mich nicht einmal verletzen, ich verletze sogar deine Steine.« Es war nur ein ganz kleiner roter Fleck an der Mauer des Minaretts von Gardia. Aber er hat Geschichte gemacht. Die endgültige Eroberung von Algerien verdankte Frankreich einem Zaubertrick, einer Illusion. Heute wissen wir es. Sie war auch nur eine Illusion.